Entering the Beneath. Wir fahren weiter nach unten. Oh, Licht, endlich. Ich hatte schon Angst im Dunkeln. 136 Gegner, diesmal ein bisschen weniger. Okay, ja. Hä? Die Musik klingt komisch. Aber gut. Machen wir erstmal so ein paar Imps weg und schauen uns hier mal ein bisschen um. Wir haben zwei Secrets nur, okay. Interessant, interessant. Das ist schon eher eins M7. Ich bin echt gespannt, was sich hier dann ausgedacht wurde für E1 M8. Ich meine, Cyberdemon haben wir schon bekämpft, also muss ja eigentlich noch so ein Spider-Mastermind her. Aber who knows, who knows. Jetzt müssen erstmal ein paar Imps sterben. Hätte ich gesagt. Wozu ist das da? Ich weiß es nicht, ich muss es nicht wissen. Zack. Wow, ey. Ganz schön viele Imps seid ihr. Oh, lol. Von dem Feuerball weg. Von dem Feuerball weg, nicht in den Feuerball hinein. Dann lerne ich es endlich. Immer wieder mache ich denselben Fehler. Es tut mir ja leid. Naja. Ich weiß ja nicht, was ihr damit jetzt bezwecken wolltet, aber ich werde einfach nicht darüber nachdenken. Runter da. Okay. Das war klar. Fast schon, aber ich wollte es confirmed haben. Das war gemein. Oh, verdammt, ich dachte, ich könnte da weit genug nach links. Kleiner Baron, kleiner Baron, lebst du noch? Lebst du noch? Nein. Oh, ich habe das richtig gut getimed. Habt ihr das mitbekommen? Das war ein volles Versehen, ey. Ich habe einfach angefangen und habe gehofft, dass es gut passiert. So. Oh. Jetzt hätte ich gern ein paar Pinkies zum Prügeln. Mann, was ist denn das hier? Imp City, ey. Ach, verdammt. Naja. Aha. Haha. Nice. Damit wäre eines der beiden Secrets gefunden. Okay, das holt nur den Aufzug hier hoch. Okay. Jetzt sind wir in einem wirklich unwirtlichen Part. In einem Land, in dem wir nicht willkommen sind. Also, was machen wir? Wir töten einfach alle, die meinen, wir sind hier nicht willkommen. Ist doch easy, hä? Ey, nicht mich in Lava schubsen, du Gemeiner. Das macht man doch nicht. Man schubst nicht Leute in die Lava, das brennt. Nur weil die aus Feuer bestehen und denen das nichts ausmacht. Also irgendwie
Irgendwie mochte der die Idee von, haha, die Lost Souls kommen aus der Lava. Aber naja. So, so sei es, so ist es geschehen. Ich habe den Schalter gedrückt. So wie es in der Prophezeiung stand und ich habe sie erfüllt. Oder so ähnlich. Und nun, was mir rechtmäßig zusteht, der rote Skelettkopf. Und jetzt wollen ganz viele andere rote Skelettköpfe mich daran hindern, den mitzunehmen. Ich verstehe schon. Also rot, weil die halt brennen. Das zählt. Hey, Nachzügler. Hey, keine Sorge, ich hab dich nicht vergessen. Naja, ich bin jetzt um eine rote Karte schwerer. Ist das nicht super? So, jetzt wieder in den Wasserteil des Levels. Okay. Ah, ich glaube, ich verstehe. Ich glaube, ich verstehe. Aber ja, wir müssen wahrscheinlich noch die blaue Karte dann aus einem Zwischengang sozusagen irgendwo herausfischen und dann hier wahrscheinlich noch was aktivieren, bis wir dann den Hauptweg öffnen können oder so. Würde ich jetzt zumindest mal schätzen. Genau, hier haben wir einen Schalter. Wahrscheinlich müssen wir auf der anderen Seite dann auch einen Schalter drücken. Dass wir dann durch können. Meine Vermutung jetzt zumindest mal. Was passiert, wenn ich hier reinfall? Es tut einfach nur weh. Okay. Heißt, ich darf nochmal zurückrennen. Und mich nochmal ein wenig umschauen. In dem anderen Gang einfach. Das heißt, hier wird irgendwo noch eine Tür sein, ich bin da nicht durch und dann hole ich da halt die Karte. Es ist eigentlich relativ klar. Ist nur eine Frage von, wo geht man zuerst hin. Da komme ich aber nicht runter. Jetzt muss ich diese Tür nur finden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon... Ups. Dass ich vorhin schon noch einen Gang gesehen habe, mich aber für die andere Richtung entschieden habe und das war dann jetzt halt die falsche Entscheidung oder so. Ja, ich... Ach, guck, da ist es doch. Da ist es doch. Jetzt passt mal auf, ihr kleinen Lost Souls. Ja. Dafür solltet ihr jetzt aufpassen. Warum ist die Fackel da an so einem Kran oder so befestigt? Hier sterbe ich? Ja. Ja, das zweite Secret scheint man nicht auf die Weise zu kriegen. Das sieht cool aus, der Raum. Oh lol, nicht schlecht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die schon bei mir oben sind. Ich wurde definitiv überrascht. Ach komm, wir haben so viele Raketen. Oh, die Imps helfen mir. Die haben auch keinen Bock mehr auf die Spectres. Aha, nehmen Sie dies. Okay. Nimm das. Nicht weg werden. Ich komme jetzt hoch.
Ihr habt mich ein bisschen provoziert. Oh, wartet mal, ihr steht in so einer schönen Gruppe. Das muss einfach sein. Und jetzt wird es wieder ganz normale Schrotflinten abknallen sein. Das ist einfach die beste Geräuschkombination, die je in einem Videospiel erfunden wurde. Das Geräusch der Schrotflinte, wie sie abdrückt, das Geräusch von so einem Imp, wie er stirbt. Zugegeben, das Pinky-Sterbegeräusch ist auch immer sehr befriedigend zu hören, aber... Aber es geht nichts drüber, also... Man drückt auf die Schrotflinte und ein Imp stirbt, ist halt einfach... Ist halt einfach, es fühlt sich einfach richtig an, so. Okay. Hier haben wir noch ein bisschen HP. Die nehmen wir uns doch gerne mit. Würde mich gerne in diesen inneren Kreis des Vertrauens lassen, sodass ich diese Karte akquirieren kann. Bitte, danke. Ein Lagerfeuer. Der Mann wollte nur grillen und wurde dann von Imps kaltblütig überrascht und ermordet. Das ist sehr gemein. Das ist sehr gemein. Er wollte doch nur eine rote. Ach je, ach je. Und dann ist er einfach gestorben. Aha. Okay. Und zack, meine. Keine Monster, die mich diesmal daran hindern. Doch. Zu früh gefreut. Ich dachte schon, ich habe ausnahmsweise mal meine Ruhe vor euch, aber nein. Ey, jetzt, oha. Sei doch nicht so aggressiv. Habe ich dir irgendwas getan? Hä? Ich muss zugeben, ich war wirklich überrascht, dass die so aggressiv waren. Diese gemeinen Typen. Dabei ist der Doomguy so nett, wenn man ihn mal näher kennenlernt. Ich meine, er hat einen süßen Hasen als Haustier gehabt, bis der gestorben ist. Ich meine, come on! Das ist ein richtig netter, umgänglicher Typ. Es sind die Dämonen, die schuld sind. Die sind einfach nur immer so unnötig aggro. So sieht es nämlich aus. Okay. Jetzt haben wir auch die andere Karte im Gepäck und können jetzt aufbrechen. Richtung... Falsche Richtung. Weil natürlich gehe ich erst in die falsche Richtung. Ich bin ich... Ich hätte auch auf die Map schauen können, aber auf die Map schauen kann jeder. Und einfach so aus Instinkt den richtigen Weg nehmen kann nicht jeder. Und genau deswegen habe ich es ja auch nicht geschafft, weil es kann halt nicht jeder. Und ich gehöre offensichtlich auch nicht zu den Leuten, die das können. So ist es halt. Okay, runter da. Oh, hier ist es sehr blau. Mann, Kakodemon, du passt farblich nicht hier rein. Du solltest in ein rotes Gebiet. Ja, dein Blut passt hier rein. Alter, das ist jetzt quasi so sein eigenes Fire Blue hier mit dem Blut. Nur noch ein Gegner. Also entweder wartet jetzt noch irgendwas krasses wie ein Cyberdemon oder so auf mich dahinter. Oder ich habe einen übersehen. Oder vielleicht ist wieder so eine einsame Lost Soul. Mal hier noch was. Nee, das sah so unvollständig auf der Map aus. Deswegen dachte ich, da wäre vielleicht was. Naja. Oh oh. Unheilvoller Gang. Das ist, glaube ich, nur das Exit. Ja. Na gut, vielleicht ist der noch im Secret der letzte Gegner.
Werde ich schon noch rausfinden, aber gut. Aber gut. Dann sieht man sich im nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao. Okay, das Secret. Wir sind hier nochmal ganz am Anfang. Springen ins Wasser und zack. Eine kleine Fake-Wand. Dann geht es hier hoch. Hier, wenn man will, kann man sich noch ein bisschen ausrüsten an ein paar kleinen Health-Pickups. Und dann hat man hier noch eine Plasma-Gun und das Secret.